Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück in Tiny City. So, wir waren jetzt eine ganze Weile nicht hier. Wir waren ja ewig lang jetzt in unserem Ponypark. Und es ist auch schon eine ganze Weile her, dass ich überhaupt aufgenommen habe hier in Minecraft World. Und jetzt muss ich erstmal schauen, wo waren wir überhaupt? Also, wir waren in irgendeiner Wohnung, die haben wir eingerichtet. Ich muss mal eben schnell schauen, ich glaube. Familie Müller, Familie Schlumpf, das war fertig. Waren wir hier oder wollten wir hier nur? Das kann natürlich auch sein, dass wir nur wollten, dass ich gesagt habe, okay, als nächstes ist dann die Wohnung dran. Nicht wundern, dass die Bilder fehlen. Das erzähle ich euch gleich. Genau. Hier waren wir fertig gewesen, ne? Ja. Gut. Okay. Das ist die Wohnung von Familie Müller. Genau, das war die Familie von der Emily. Und die nächste Familie, die wir einrichten würden, wäre dann vom Marco. Und dann haben wir noch von Christopher, von MX, Sarella, Rello, Balu, Hanna, Fewer, Kuschelhase, XD Girl und Cookie Herz. Also ja, da ist noch einiges zum Einrichten. Wir haben ja auch noch einige Wohnungen. Es sind, glaube ich, 4, 6 Stück, ne? Die wir jetzt noch haben. Kommt das hin? Oder haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay. 9. Mhm. Okay, da haben wir ja definitiv zu wenig Wohnungen für. Aber das bleiben hier ja nicht die letzten Wohnungen, die eingerichtet werden müssen. Wir haben dann ja auch noch andere Projekte vor uns. So, hier in dieser Welt fehlen momentan fast alle Rahmen und Bilder. Hier habe ich schon Rahmen wieder angebracht und auch Bilder sind wieder dran. Ich habe Tiny City jetzt endlich geschafft, in die andere Welt zu kopieren. Und beim Kopieren gehen aber leider die Rahmen und die Bilder, also eigentlich alle Entities. Ist das richtig ausgesprochen? Völlig egal. Die werden nicht mit eingefügt. Das heißt, Tiere, Rahmen, Bilder, Rüstungsständer gehören unter anderem auch dazu. Die werden eben nicht mit eingefügt. Das muss ich alles per Hand noch machen. Ich habe hier auf dem Bauernhof angefangen. Da habe ich auch die Tiere weitestgehend schon. Beim Tierarzt ist es aber sehr ruhig. Da sind die Tiere noch nicht eingefügt. Soweit bin ich noch nicht gekommen. Da brauche ich noch ein bisschen Zeit. Ich habe nämlich schön die Welt flach gemacht hier umzu. Denn wir waren ja auf einer Flatmap und ich wollte das ja eigentlich das Gleiche wieder nachstellen, dass wir hier eben auch alles eben haben und eben schön im Kreativ weiterhin bauen können. Und ja, ich habe da also eine große Fläche freigemacht hier umzu. Und ja, da sollten wir jetzt erstmal Platz haben. Wie gesagt, jetzt andere, das füge ich noch alles ein und ich denke dann spätestens in der nächsten Aufnahme, übernächsten Aufnahme, ist dann hier auch alles komplett fertig und auch der Port dann nach Oakville wieder nutzbar. Der geht im Moment nämlich auch nicht. Okay, ich habe jetzt überlegt gehabt die ganze Zeit, ich wollte jetzt nicht schon wieder eine Wohnung einrichten, aber ich brauchte ein bisschen Pause von, weil immer wenn wir hier sind, richten wir eine Wohnung ein. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Ich will da versuchen, ein bisschen schneller zu sein, dass wir die Wohnung vielleicht tatsächlich schneller eingerichtet bekommen. Ich brauche da teilweise ein bisschen lange für. Ja, mal gucken, ob man das ein bisschen ändern kann. Jetzt würde ich ganz gerne erstmal eine Kleinigkeit machen. Und zwar habe ich mir rausgesucht aus unserer Liste, die wir ja haben, die Bienenwiese. Die würde ich jetzt eigentlich ganz gerne machen. Bienen habe ich jetzt gerade noch keine zur Verfügung, weil ich noch nicht auf die 1.15 geupdatet habe. Ich wollte erst hier die Welt komplett einfügen und fertig haben und würde dann auf die 1.15 updaten. Das heißt, dass wir ja, entweder im nächsten oder übernächsten Part dann schon die 1.15 hier haben. Aber wie gesagt, ich wollte erst alles fertig machen, damit ich eben noch World Edit benutzen kann. Das
funktioniert auf der 1.15, glaube ich, noch nicht. Ich habe gar nicht geguckt, muss ich sagen. Aber dass ich eben die Schematics hier noch richtig eingefügt kriege, dass ich eben Tiny City, so wie es ist, hier mit hernehmen konnte. Okay, genau. Also Bienen haben wir dann auch. Und ich würde da einfach die Bienenwiese, die würde ich gerne... Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Man könnte sie hier hin machen. Dann wäre sie allerdings sehr... Ja, sehr, sehr eckig, ne? Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist dann, ob das so gut ist. So eckig. Könnte da einen kleinen Park draus machen. Das ginge. Dass man vielleicht durch den Wald noch durchgeht mit einem Weg und hier vielleicht den Wald quasi in eine Blumenwiese auslaufen lässt. Das ginge. Ach komm, das machen wir. Das ist, finde ich, nett. Dann machen wir hier einen Weg durch den Wald. Dadurch, genau. Dreierbreite reicht völlig aus. Dann würde ich auch hier die Hecke wegnehmen. Da bleibt sie natürlich, weil das eben die Abgrenzung vom Schwimmbad ist. Und hier ja nun auch von den anderen Grundstücken. Da würde ich die Hecke dann einfach lassen. So, und während wir die Blumenwiese hier machen mit unseren Bienchen, dürft ihr gerne das nächste in die Kommentare schreiben, was wir hier bauen sollen. Ich weiß, dass wir da schon mal drüber nachgedacht haben und das eigentlich auch schon, dass ich irgendwas gesagt hatte, was ich machen wollte. Aber ich habe es vergessen, weil ich es mir mal wieder nirgendwo aufgeschrieben habe. Und ich finde auch in den Parts einfach nicht... ob ich da irgendwas gesagt habe oder nicht. Also das ist schon sehr... Ja, es ist einfach weg. Ich weiß es nicht mehr. Also da sollten wir uns auf jeden Fall dann nochmal entweder was Neues raussuchen oder vielleicht weiß der ein oder andere von euch noch, was wir denn gesagt haben, was wir hier machen wollen. Dann wäre das auch okay. So, Blumenwiese. Da brauchen wir jetzt erstmal einen Haufen Knochenmehl. Wie gesagt, Bienen haben wir ja noch nicht. Ich würde hier aber ganz gerne so Bienenkörbe mit hinmachen. Mal gucken, ob wir die vielleicht an einem Baum hängen oder so. Ich glaube, das wäre ganz nett. So, hier machen wir dann auch nur noch Eichen hin. Vielleicht sollten wir erst den Weg machen, damit ich weiß, wo wir durchgehen. Da machen wir schön einen Trampelpfad. So, und dann gehen wir hier rum. Und von der anderen Seite machen wir gleich das Gleiche, dass der Weg sich quasi so in der Mitte trifft. Kurz gucken, bis wohin. Das soll schön symmetrisch sein. So. Und dann ab hier... Eins noch, ne? Ne, zwei sogar noch. So, genau. Und hier kann sich der Weg dann eben schön treffen. Kann man nämlich hier Bänke hinmachen. Und dann gehen wir von diesem Weg aus, also so von der Mitte, würde ich sagen. Ich glaube, eine Mitte gibt es hier gar nicht. Oder wir nehmen nur so eine Zweierbreite, das... Ich will den aber auch gar nicht so mega gerade machen. Ich hätte den gerne so ein bisschen abgestuft. Und eine Dreierbreite würde mir da schon besser gefallen. Wie machen wir das denn jetzt am besten, dass wir da in die Dreierbreite reinkommen und das nicht so mega unsymmetrisch aussieht? Wo ich denke, nachher mit den Bäumen wird das wahrscheinlich egal sein, ne? Was wir jetzt hier haben, ist natürlich Tag- und Nachtzyklus. Ne? Das ist jetzt auch wieder ganz normal. Es wird also dunkel. Das hatten wir ja nun vorher auch nicht. Aber dadurch, dass wir halt auf der gleichen Map sind wie das Resort, wird es hier eben auch dunkel.
So, da will ich jetzt noch gleich eine Dings hinstellen, eine Fichte. Ich nehme das mal. Ich mache mal Tag. Und dann stellen wir da eine Fichte hin. Und nehmen hier noch so ein bisschen Potzol. Und hier noch. So, dann sieht das nämlich so ein bisschen aus, als wenn der Wald so ausläuft, ne? Ja, das ist ganz, ganz gut. Hier machen wir das Gleiche. Da kommt auch noch mal eine Fichte hin. Obwohl wir hier schon sehr grün sind mit den Bäumen, da können wir vielleicht gleich bei den Eichen bleiben. So, hier stellen wir jetzt eine Birke hin. Da nehmen wir eine Birke hin. Und hier eine Eiche. Okay. So. Und dann machen wir hier gleich alles voll mit Blumen. So. Hier fangen wir an. Da müssen wir noch ein bisschen Gras hinmachen, aber niedriges gerne. So, und hier können wir eigentlich auch schon einfach nur Knochenmehl erstmal hinmachen. Bisschen viel Gras, ne? So, ich denke, das reicht so aus dem Wald raus. Ja, vielleicht hier noch ein oder zwei Stück. So. Und da machen wir gleich noch alles bunte Blumen hin. Und hier machen wir das Gleiche. Knochenmehl hier. Da sind ja gar keine Blumen bei rausgekommen. Mach Blumen. Hallo, ich will Blumen. Sonst will ich immer keine Blumen, ne? Und heute will ich Blumen und krieg keine. So, dann machen wir das Große noch ein bisschen weg hier. Ja, das finde ich ganz, ganz gut. Das ist ganz gut geworden. Okay. So, dann nehmen wir uns Blumen. Bunte Blumen. Das. Ach komm, wir nehmen einfach alle. Das Sternchen auch. Ja. Aber die Tulpen nicht. So, dann machen wir einmal Sternchen. Hier weiß ich noch nicht, was ich da machen möchte. Da lasse ich erstmal noch offen. Hier den, das ist das Sternlauch, ne? Dann haben wir den. Dann gehen wir über zur Kornblume. Bin ja mal gespannt, wie das aussieht nachher, wenn wir alle Blumen hier auf der Wiese haben. So, hier setzen wir noch eine so ein bisschen weiter in den Wald rein. Hier auch. Damit das auch also so ein bisschen ineinander verläuft, ne? Der Wald quasi in die Blumenwiese. So, genau.
Okay. So, jetzt haben wir schon ein bisschen blau. Wir haben lila, wir haben weiß-gelb. Jetzt haben wir noch mehr blau. Ja, davon nehmen wir jetzt nicht so viele. Denn hier muss dringend noch rot und gelb rein. Auf jeden Fall. Hier sieht das nämlich schon total toll aus. Na, das sieht wirklich super aus. Da sieht das irgendwie ein bisschen eintönig aus. Also, ich denke, rot macht da schon einiges her dann. Hier mache ich keine hin. So, und hier machen wir auch nochmal eine damit hin. Genau. So, dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal die rote. Ja. Das macht das Ganze gleich viel bunter. Sieht wirklich gut aus. So. Dann die Seite. Hinmachen. Dann hier wieder. In Wald rein mit den roten brauchen wir ja nicht. Das haben wir ja schon. So. Und dann die gelbe. Und wenn wir die dann da drin haben, würde ich sagen, gehen wir nochmal mit dem Knochenmehl drüber. Ein bisschen Gras dazu schon und halt das, was am Blumen noch dazu kommt, kommt dann noch dazu. So. Hier will ich auch noch mal mit der gelben irgendwie. Da kann auch noch eine gelbe hin. Na, das war irgendwie zu viel. So, ich glaube, das ist ganz okay. Von der Dichte der Blumen her. Jetzt würde ich da tatsächlich nur noch mit Knochenmehl drüber gehen. Und dann war es das auch schon. Ne? Die Maiglöckchen sind zwar total hübsch, aber das ist zu wenig Platz jetzt noch, um die auch noch überall mit unterzubringen. Vielleicht können wir die einfach da mit hinmachen. So, dann gucken wir mal, was bei rauskommt, wenn wir hier noch ein bisschen Knochenmehl hinmachen. Da kamen zwei gelbe Blumen raus. Das ist mir zu hoch. Ich hätte gerne niedrigeres Gras hier. Und jetzt auch nicht unbedingt überall die gleichen Blumen. So. Warum wird denn das immer hoch? So, mal gucken, ob das hohe Gras okay ist oder ob das dann am Ende zu viel Sicht auf die Wiese wegnimmt. Dann nehmen wir einfach die hohen weg und ersetzen die durch niedriges Gras. Ja, das klappt doch gut. So ab und an kommt meine Blume dazu. Ja, das hat doch gut geklappt. Ja gut, also die Hohen sehen jetzt gar nicht so mega schlecht aus. Ja. Die machen das Ganze schon ein bisschen natürlicher. Aber ich glaube, das sollte nicht so viel sein. Da finde ich es jetzt gut und hier auch. Aber das hier finde ich irgendwie, das passt nicht so. Da müssen wir so ein bisschen aussortieren, was okay ist und was wegkommt. Hier kommt auf jeden Fall was weg. Hier auch. Hier hinten kann man sie dann wieder stehen lassen. Und so Richtung Wald finde ich es dann auch wieder in Ordnung, ne? Aber hier vorne
finde ich es tatsächlich schöner, wenn es nicht das hohe Gras ist. So. Ja, so würde ich es nehmen. So ist das in Ordnung. Gut, da brauchen wir auch noch ein bisschen Licht und so, ne? Aber das machen wir dann da, wenn wir da Parkbänke hinstellen. Da kommt dann auch das Licht neben. Okay, so, ich würde jetzt erstmal den Part beenden und im nächsten machen wir hier weiter an unserer Blumenwiese. Ihr könnt euch ja überlegen, was ihr gerne als nächstes hier gebaut haben wollt und schreibt das dann bitte in die Kommentare. Ja, und dann sehen wir uns doch im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.